Da brauchen wir weniger Bandagenzeug bei ihr. Und wenn sie dann wirklich irgendwann verschwindet, weil sie... Sieh, oh. Das sind dieselben Gestalten, die wir auch im Museum getroffen haben. Sie tragen nur andere Uniformen. Beruhigt euch, Jungs. Ich glaube, wir werden alle wunderbar miteinander auskommen. Vielleicht haben Sie meinen Namen schon einmal gehört. Ich bin General Kossow. Und ich glaube, wir haben das gleiche Ziel. Das Labor, habe ich recht? Mit dem Unterschied, dass ich weiß, wo es ist und Sie nicht. Hören Sie, ich brauche nur einen Gegenstand aus dem Labor. Der Rest von dem Mist interessiert mich nicht. Seit Morozov unser Eierkopf Nummer 1 nicht mehr unter uns weilt, kapiert das sowieso keiner mehr. Ich brauche wirklich nur eine Kleinigkeit, die Sie wirklich nicht interessieren muss. Sie ist Eigentum der Russischen Föderation und wir sind hier, um das Ding intakt zu bergen. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie geben mir noch eine Stunde, um meinen Auftrag zu erledigen, und danach erzähle ich Ihnen, wo das Labor ist. Wenn wir unseren Job erledigen, ohne uns gegenseitig zu stören, können alle schon bald mit einem breiten Grinsen auf den Lippen nach Hause gehen. Woher soll ich wissen, dass Sie die Wahrheit sagen? Und wie kann ich sicher sein, dass Sie das Labor nicht einfach in die Luft jagen? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich brauche nur etwas, das Sie nicht die Bohne interessiert. Ich werde bestimmt keine Dummheit begehen. Außerdem werden wir per Satellit überwacht. Und ich will in diesen friedlichen Zeiten nicht von der ganzen Welt gejagt werden, nur weil ich in einem verfallenen alten Labor einen Fehler gemacht habe. Wenn ich wirklich so dumm wäre, hätte ich Sie doch schon bei unserer ersten Begegnung getötet, oder? Aber nein. Stattdessen habe ich einfach Ihren Funkverkehr abgehört, das Signal umgeleitet und Sie damit eine Weile aufgehalten, sodass wir unsere Ruhe hatten. Also was sagen Sie? Sind wir im Geschäft? Okay, abgemacht. Wir geben Ihnen 30 Minuten. Sind Sie verrückt? Sie wollen diesen Bastarden wirklich vertrauen? Typen wie die haben meine Familie in Polen jahrelang terrorisiert. Es ist lange her. Aber wenn ich denen in die Augen blicke, erkenne ich die menschenverachtende Betonkopf-Mentalität, die mir meine Kindheit zur Hölle gemacht hat. Unkraut vergeht eben nicht. Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass Ihr polnischer Freund hier unseren Deal zum Platzen bringt. Deine Einstellung gefällt mir nicht, Malczyk. Kurwamak, ich schlage vor, wir spalten seinen Schädel und sehen nach, ob er so ein kleines Geheimnis darin aufbewahrt. Nun ja, ich hatte gehofft, dass dieser Pole genug von der westlichen Welt gelernt hat, um wie ein guter Feigling aufzugeben. Wie Sie wollen, dann eben auf die altmodische Art. Tötet sie! Okay, das könnte interessant werden. Keine Monster, sondern richtige Soldaten. Und zwar viele. Du, Napalmwerfer. Das müsste gegen Soldaten ziemlich gut funktionieren. Au. Das ist ein 3x3-Feld nur. Also dahin. Und einen vor. So. Zack. Spetsnaz. Oder Specknaz? Ich kann es nicht genau aussprechen. Aber das sagt mir was. du. Ja, was machst du, Ovisch? Ich glaube, du hast am meisten Bock drauf, die umzubringen. Aber du hast nicht so wirklich viel Tolles. Beziehungsweise die Sachen, die du gerne machen würdest, sind für einen Nahkampf. Das heißt, er stürmt jetzt einfach drauf zu. Ja, schaut so aus. Okay. Dann geh mal dahin und schieß dem da in die Seite. Genau, der kippt gleich um. So, du... geh mal dahin. Vielleicht schießen sie nicht auf dich. Du... Ja komm, wir kümmern uns erstmal um die Jungs hier und dann räumen wir im Uhrzeigersinn auf. Mal gucken, was die jetzt überhaupt so anstellen. Also ob die nur mit Gewehren schießen oder ob die auch Flammenwerfer und Eisstrahlwerfer und was weiß ich haben. Spetsnaz war's, glaube ich. Spetsnaz? Ja. Keine Ahnung. Schaden ist okay. Ja, alle auf Ovisch. Die Kevlar-Weste, das ist vollkommen okay.
Der brennende Typ schießt noch. Das braucht ganz schön viel Disziplin, würde ich sagen. Die stehen alle schön beieinander. Das können wir gleich mit einer Granate lösen, denke ich. So, Ovich stürmt weiter drauf zu. Hat sie nur falsch hingestellt, damit er keiner abschießen kann. Keine Granate dabei, ist auch doof. Ja, Ovich. Du. Geh mal dahin. Schieß auf den Soldaten. Mit Glück. Sehr gut. 5. Niedlich. Okay, jetzt spätestens werden sie auch auf dich schießen. Du. Granate. Granate. Flop. So, der Brennende ist nicht so ohne tot. Der da hat noch ein paar Leben. Stell ich mal dahin. Gewehr. Für dich. Sehr gut. Du gehst einfach mal ein bisschen näher. So, der Chef ist ein bisschen angeschlagen. Aber der hält das alles aus. Bisschen Sorgen mache ich mir um sie. Weil sie hat halt nur so eine ganz billige Weste an. So, einer kaputt. Genau, Ovich. Ja, die wissen halt, wer der gefährlich in der Gruppe ist, so. Oh, oder auch nicht. Komm, näher beieinander, näher beieinander. Gegenangriff? Nee, zu weit weg. Du hast noch eine Pistole? Ah, aber da kannst du gegen angreifen. Und daneben schießen. Ovich. Menno. So, du hast nur noch 65 Lebenspunkte. Das ist nicht so gut. Du, geh mal dahin. Schieß auf den. Ja, 5 Schadenspunkte. Also, Ovich könnte jetzt hinlaufen und beide mit dem Flammenwerfer erwischen. Aber dann stirbt er, wenn alle 5 auf ihn schießen. Wenn alle 5 auf ihn schießen, was recht wahrscheinlich ist. Das heißt, Ovich muss sich jetzt selber heilen. So, mit dem Ding hier. So, dann stellt er sich hier hin. Guckt nach da. Du bist fast tot. Kannst du dem den Rest geben? Geh mal dahin. 26. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Okay, du im Vorbeigehen. Schlägern. Es wird ausgeblendet. Zu grafisch. Und drehst dich bitte nach da. Du drehst dich bitte nach da und gehst auch in die Richtung. Ja, das mit dem Vorstürmen bei Ovich war vielleicht doch keine so gute Idee. Oh, warte, wenn jetzt alle auf sie schießen, ist sie aber auch tot. Wow, kreischt sie laut. Und sie hat keine Kevlar-Weste. Die Frage ist, ob das Spiel wirklich vorbei wäre, wenn sie stirbt. Weil sie ist hier in Anführungszeichen nur eine Reporterin. Au, 23. Der muss ein Magnum haben oder irgendwie sowas. Ovich jetzt aber. Eine Runde hältst du Dauerbeschuss aus. Also Flammenwerfer, gib ihm. Ah, sehr gut. Die werden zwar alle überleben, aber sei es drum. Du kannst dich nicht heilen. Dann versuchst du wenigstens möglichst viel Schaden anzurichten. Lauf mal dahin. Und verteidige dich. Du. Die sind alle so weit weg. Du stürmst dahin.
warten. Ja. Und du schießt auf die kniende Rothaarige. Die anderen beiden wahrscheinlich auch. Nee, Ovitch. Wir hätten ihm mehr Bandagen geben sollen. Komm, Gegenangriff, Gegenangriff. So hätten wir einen Flammenwerfer in der Hand. Du. Lauf. Keine einzige Bandage. Na gut, guck nach da. Verteidige dich. 30. Also wenn sie ein Plot-Char ist und sie nicht sterben darf, dann haben wir gleich verkackt. Wir müssen gleich ganz neu laden. Das wäre nicht so schön. Kannst du irgendwie da hinten eine Granate hinschmeißen? Nee. Oh, also die Reichweiten in dem Spiel regen mich echt auf, dass man fast nirgendwo hin treffen kann. So, Ovitch hat noch nicht mehr so viele Lebenspunkte. Geh mal da ran. Und axt den Chef. Ja komm, Max, den Chef. Du kannst nichts machen. Du könntest dich heilen. So, du könntest dich auch selber heilen. So, gucken wir mal, wie das in die Hose geht. Genau, aber keiner von euch kippt um. Schaden, das könnte sich aufgehen. Ja, Ovitch könnte jetzt ein Problem werden. Gegenangriff. Axt. Ja, gib ihm. Komm schon. Nicht sterben. Ich müsste einen sehr nervigen Boss nochmal neu machen. Ah, Gott. Kampf wiederholen. Oh, ja. Bitte. Danke. Okay. Das ist doch mal schön. Das ist sehr schön. Das ist ein gutes Feature. Wir wiederholen das mit dem Napalm, weil das einfach nur super toll war. Das war bis hier hinlaufen. Bis dahin laufen. Und dahin. So. Aber der Rest, den Rest machen wir anders. Ovitch geht vor, wie eben auch, das ist richtig. Aber dann geht er in Verteidigungshaltung. Und Trantin geht hierhin, in Verteidigungshaltung. Sie geht dahin, in Verteidigungshaltung. So, die beiden müssten jetzt mit der Zeit verbrennen, weil die halt Napalm haben und kein normales Feuer. Aber da unten ist immer noch ein anderer. Um den versucht sich aber der Chef zu kümmern. Alternativ könnten wir auch die kommen lassen, aber die scheinen eine recht lange Reichweite zu haben mit ihren Gewehren. Also länger als wir. Nee, stimmt nicht. Das ist genau die gleiche, die wir auch haben. Und gleich mal gucken. Also Ovitch könnte den ein... Hat sie gerade Oi gesagt? Okay. Also eine jüdische, rothaarige Reporterin. Gut. Na komm. Ja, komm näher. Komm ran. Und ist wieder weggegangen. Feige Sau. Und der andere ist auch weggegangen. Was macht denn der gute Ovitch? Der hat eine Betäubungspistole. Und der kann nah genug ran. Dann sag doch mal Hallo zu unserem Kosov. Oh Gott, Ovitch!